Alter, was geht ab, Leute? Homie? Von Chongs CCG-Turnier. Top 4 war das gerade, oder? Ja, super. Wir haben hier den Andi. Was hast du gespielt? Odd Ice Magic und Respect. Alles klar, sag mal. Ohne Magic, Entschuldigung. Oh. 3 Unruku. 3 Eccentrics für die Backrow weg zu schießen. 3 Odd Ice. Ebenfalls 3 Sorcerer. 3 magische Entführerinnen. Ja. 2 Kyubi. Dann 2 von den Einhörnern für 8er Scale, für High Scale. 1 von den 3er Scale, auch vom Schutz noch. Kirin, klar, logisch. Gitterröte. Einmal den Tuffeldrachen, auch das High Scale. Skullcrawler. Laster, ich bin eher ein Fan von Laster, weil du musst immer bei Cosmo über größere Monster rüberkommen und Ignister kann einfach alles. Dann einen Raider und ein Lizard Drop. Das wären die Monster. Dreimal Landforming, das ist ein bisschen viel, kann noch bricken, aber mit der Kombo mit der magischen Entführerin ist die unbedingt nötig auf jeden Fall. 3 Iris, 2 MST, 2-mal den Pot. 3 sind mir zu viel, einfach weil dann wieder die Brick-Chance höher ist, okay, finde ich. Einen Vorkömmling und eine Odd Ice Fusion. Alles klar. Noch 3 Fallen, einmal die Warning und jeweils ein Gewitter und einen Tornado zum Suchen. Ja. Das war das Main Deck, 42 Karten. Jetzt kommt das Extra Deck. Einen Vortex Dragon, ja. Rebellion Dragon, Meteor Dragon und Absolute Dragon für die Fusion. Da ein Photonfalter Agent, wenn er ein Monster. Wenn ich eins abhänge, kann ein Monster switchen und das kriegt dann 600 weniger ATK. Wenn ich dann mit Otter jetzt drüber laufe, macht es sehr viel Schaden. Ja. Ein Kastell, ein Big Eye, Trapezmagier, Silent Honor, Dante wegen Cherries, Photonisches Ausschmeißer, habe ich allerdings nie benutzen müssen. Eine Glister, für mich die absolut beste Karte. Ein Multispector Paladin, ja. Ein Totemer und ein Dweller. Ja, dann zum Side-Deck. 3-mal Gummy-Chain. Die Kaijus sind mittlerweile zu gut. Leider nur 2 Cherries, weil ich nur 2 Cherries besitze. Dazu 2 Ghost-Ruger. 2 Maxi. Twin Twister, die tausche ich meistens gegen die MST aus, weil 2 Twin Twister reichen kann. 2-mal Dorf, auch für Mirror Matches und auch für andere Decks wie Hera. Und 2 Kaikus noch. Das wäre mein Deck profile. Dein Fazit, wie läuft das Deck jetzt mit den Einschränkungen? Mit den Einschränkungen läuft es genauso wie vorher. Also nur Monkey Ball ist weg. Monkey Ball ist natürlich eine wichtige Karte. Was mit Kirin? Kirin? Kirin auf 1 ist auch schwierig, allerdings reicht einer meistens. Also man kann mit einem noch auf jeden Fall spielen. Das mache ich so. Warte, ich will beim Fazit dabei sein. Ja. Ich habe gegen ihn verloren. Ja, wir kennen uns von früher. Wir waren auf Lanzo-Turnier vor 7 Jahren und so weiter. Mach ich dann, hat er vorhin, bis er ihn hängen gelassen hat? Nein, Mann. Er hat echt eine Pause gemacht und dann ging es so vorbei. Auf jeden Fall Glückwunsch und leider nicht. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.